Danke, Kollegin Foppa. Wir haben heute in der Früh bei der Aussprache mit den Vertretern der Mehrheit wirklich alles versucht, um einen Kompromiss zu finden, um die Arbeiten im Ausschuss fortzuführen. Wir hätten auch organisatorisch durchaus Änderungen an der Arbeitsweise des Ausschusses vorgenommen. Aber eine Aussetzung kann für uns keine Option sein, nicht nur für diesen Untersuchungsausschuss, sondern das ist ja auch ein Beispiel und Symbol für alle künftigen Ausschüsse, die es anzugehen gilt. Und es wäre fatal, wenn wir hier sang- und klanglos diese Vorgehensweise dulden würden. Und ich muss schon sagen, dass was man hier jetzt trotz den mehrmaligen Versuchen und Vorschlägen und wirklich konstruktiven Vorschlägen, die wir gemeinsam der Mehrheit auch gemacht haben, dass die Antwort unverändert bleibt, ist für mich wirklich der schlechteste Stil und bringt auch die schlechteste Seite einer politischen Mehrheit zutage.